ist Till, Cäsar und Kaspar wünschen einen schönen Abend. Okay? Das macht ihr ganz toll. Ganz prima. Kaspar findet wie jeden Abend Papas Grüße ganz toll. Irgendjemand findet auch den Rücken ganz toll, aber da kann ich leider nicht hinfilmen. Hey Celio. Celio macht es heute von oben herab. Ja. Ups. Was ist da los? Großangriff. Au! Cäsar, der kleine Beißer, der kleine Zehenbeißer. Okay. Da kommt Samuel, der findet es auch schon ganz spannend heute. Ja, und wie soll es anders sein? Sein kleinerer Bruder Celio ist schon mal zwei, drei Pfotenbreiten voran. Hier ist Carlo am Berg. Die Mama flüchtet. Ja, Lucy. Nein. Oh. Sie ruft zur Ordnung. Alles hört zu. Und keiner darauf. Meine kleine Mullemaus ist auch wieder hier. Gell? Cassandra. Ist einfach nur schön. Oh, ich glaube, wir sind jetzt das erste Mal live dabei. Aua, mein Mullemäuschen abgestürzt. Das erste Mal live dabei. Kaspar sein Geschäft alleine verrichtet. Sieht ganz danach aus. Bisher konnte ich noch keine Hinterlassenschaften finden. Aber so wie es aussieht, war das nur Übung. Lochgraben. Draufsetzen, so tun als ob und dann wieder verschwinden, okay? Ja. Silvio, Papa sei Hand wieder interessant heute. Jo. Und der kleine Carlo, gell? Dahinter der Cäsar. Na. Christel. Mama ist am Putzen. Da lässt sie sich gar nicht reinreden. Jetzt muss es der eine nach dem anderen antreten. Ja. Ja, da kann man es auch. Man kann also sehen, sie hat ihre Kleinen wirklich im Griff, die Lucy.
Ich bin da immer wieder aufs Neue fasziniert. Naja, wie heißt es bei Asterix? So schön, fast alle. Wäre da nicht das kleine aufständische Bergdorf? Und die kleine frische Christelle, beziehungsweise das war jetzt der Cäsar. Aber im Hintergrund habe ich natürlich nicht mit der Christelle gespielt, sondern mit der Cassandra. Die hat ihr Fläschle bekommen. Und danach ist dann der Papa erst einmal wieder eine Zeit lang die Mama. Hier sieht man mal, wie das geht mit der Abendtoilette. Sie macht es also immer noch. Also werde ich auch weiterhin keine Hinterlassenschaften finden. Wie war's denn, ne? Großangriff? Nö. Cassandra, komm Cäsar, muss auch was essen gehen. Der Bruder gräbt die Loch, das ist die Loch, ja, das Loch fürs Schwesterlein. Wie heißt das so schön beim Tanzen? Die Herren machen Häufchen, die Damen treten rein. Das hat sich wohl da auch umgesprungen. So, jetzt wollen wir nicht länger stören. Man sieht, die nächtliche Fressorgie hat begonnen. Und wie gesagt, die Mama Lucy hat das wohl